Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf Abwambude TV zu einer weiteren Folge Far Cry Primal. Ja, wir hatten uns ja gestern mit dem Schamanen beschäftigt, den wir in der Höhle befreit haben und der uns dann gelehrt hat, wie wir denn Wildtiere zähmen können. Und wir haben ja auch schon eine Personal Eule, mit der wir Orte erkundschaften können, etc. Und wir haben ja gestern gesagt, wir widmen uns heute mal den Nebenmissionen, die wir hier noch offen stehen haben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal, wir sind hier an diesem Braunbärplatz und ich würde sagen, wir gehen erstmal zu diesen Orten hier und schauen, was uns da denn so erwartet. Wir könnten natürlich auch nochmal einen Schritt zurück und von hier unten anfangen und uns dann hier so durcharbeiten. Das wäre natürlich auch eine Option. Ich denke, das wäre eventuell etwas besser. Wir gehen erstmal nach da, dann gehen wir zum Leuchtfeuer und gehen dann hier unten so die Wege entlang. So, genug gequatscht. Let's go. Gucken wir mal, ob wir diesen Ort da erkundschaften können. Gucken, was uns denn hier so erwartet. Oder war das die Höhle, die wir versucht haben aufzumachen? Wo wir halt nicht da reinkamen. Das könnte natürlich auch sein. Hier hängt wieder irgendwas. Was war das? Ich höre einen Bär. Hau bloß ab. Gegen den haben wir noch keine Chance. Ah, genau, das ist hier. Ja gut, da kamen wir ja nicht rein. Dann, können wir hier schnell Reise machen. Perfekt. Nutzen wir zum ersten Mal das Tool der Schnellreise. Oh, das ging aber schnell. Und markieren uns dann direkt hier. Da. Da wollen wir hin. Oder haben wir das noch nicht abgeschlossen mit dem Schaman? Doch, eigentlich schon. Wir haben mit ihm gequatscht. Und ich glaube, da müssen wir auch nicht mehr hin, sondern wir gehen hier unten lang. Machen diese Orte hier frei. Nacht. Die Nacht ist dunkel und gefährlich. Die Sicht ist schlecht und viele Raubtiere sind auf der Jagd. Erkunde die Welt bei Nacht und entdecke einzigartige Tiere, Pflanzen und Fundstücke. Waffen entzünden. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle eine Waffe. Drücke rechte Maustaste, um die Waffe mit Hilfe von Tierfett zu entzünden. Ja, natürlich wollen wir durch die Nacht. Wollen wir mal schauen, was es denn hier so gibt. Sind das böse Hunde? Hau mir ab. Oh. Die laufen weg. Ach, du ahnst es nicht. Schnell essen. Wow. Die waren, ein bisschen stärker als gedacht. Haben wir jetzt keine Pfeile mehr? Ah, doch, wir haben noch ein paar. Hier sind ganz viele. Ich bin gerade etwas verblüfft, dass hier so viel Zeug rumrennt. Da geht's nicht runter. Zumindest geht's da schon runter, aber da geht's etwas schnell runter. Lila Blatt. Klar, nehmen wir mit. Können wir bestimmt noch später gebrauchen. Das haben wir ja vorher nicht gefunden. Oh, die Wölfe sind auf der Jagd. Wenn wir die in Ruhe lassen, lassen die uns auch ein bisschen in Ruhe. Steine der verlorenen Ort entdeckt. Okay. Ist der krank? Wir haben ihn erlöst. Kommt. Wir waren sehr nett und haben ihn einfach erlöst. Runterspringen klappt, ohne wirklich einen Fallschaden zu nehmen. Pfeile. Oh, wir haben unseren Pfeil angezündet. Der hier noch.
Tasche ist voll. Liegt irgendwas? Oder? Auf jeden Fall ist hier ein Symbol unten links auf der Karte, aber ich glaube, das ist einfach nur wieder irgendein Hinweis, beziehungsweise ein... Diese Malereien hier? Oder das hier? Dahinter ist doch was. Das kann man doch bestimmt mitnehmen. Ich hoffe, das funktioniert so. Bin mir nicht sicher, aber es sollte auf jeden Fall so funktionieren. Ja, perfekt. Alderholz, Schilf. Sehr gut, wir haben es mitgenommen. Aber wir haben leider nur zwei Pfeile. Wie craftet man Pfeile mit Holz? Das steht fest. Aber mit was für einem Holz? Kann man das hier irgendwo ersehen? Da nicht. Da auch nicht. Es war auf jeden Fall irgendeine Holzart, die uns ermöglicht hat, die Pfeile zu craften. So, wir sind hier unten. Gehen jetzt weiter. Venja helfen. Braunbär. Unbekannter Ort. Aber dieser Braunbär da unten, der macht mir ziemlich Angst. Egal, wir gehen trotzdem hin. Und schauen, was es da gibt. Heute gehen wir einfach mal auf Erkundungstour. Und, schauen uns diese Nebensächlichkeiten hier an. Ich hab mal ganz genau nicht so schnell S gedrückt. Nice. Krokodilhaut. Plus 1. Fähigkeiten. Wir haben ja neue Fähigkeiten erlernt. Deiche Hand. Noch 2 bis zur nächsten Belohnung. Wie kommen jetzt hier raus? K drücken. Da, was haben wir denn hier? Haltesteuerung und manuell ein Gesundheitsbalken zu heilen. Weitere Heilungsmöglichkeiten findest du im Nahrungsmenü. Haltesteuerung gedrückt, um dich zu heilen, während du mit sprintest. Verwende das Standardrezept aus dem Nahrungsmenü. Rufe deine Eule. Ah, das ist okay. Hier können wir noch nichts upgraden. Pflanzen werden auf deiner Minikarte angezeigt. Das ist natürlich auch sehr interessant. Aber ich denke, wir werden erstmal unsere Überlebensfähigkeiten ein bisschen upgraden. Ja, das ist gut. Wenn wir weglaufen, können wir uns wenigstens heilen. Oh nein, wir kommen wieder. Macht alles irgendwie keinen Schaden. Ich brauche Pfeile. Das macht alles irgendwie keinen wirklichen Schaden. Wildschwein. Okay, da unten wollte man ja hin. Haut mir ab. Perfekt. Die haben ja Angst vor Feuer, das haben wir ja gelernt. Ist mir auch gerade das eingefallen. Wildschwein. Ja. Lecker. Wildschweinbraten. Nimm mal mit. Oh, wir verbrennen. Wir hätten ein bisschen länger warten sollen. Hier ist noch mehr Holz. Ist das das Holz? Alter, Holz war es nicht. Es war irgendein anderes Holz. Womit wir Pfeile herstellen können. Aber welches war es? Das ist natürlich jetzt das Problem. Oh, hier sind ganz viele Pflanzen. Die wir so gar nicht kennen. Hier, was ist das denn? Grünblatt zum Heilen. Wir müssen nach da oben. Schauen wir mal,
was es hier gibt. Hier ist auch noch ein Dorf, beziehungsweise ein Lager. Ist das nur einer? Ja, können wir uns ja leise anschleichen, ist ja kein Problem. Das haben wir ja auch hier alles so rausgefunden. Zack. Hat der irgendwas im Lager für uns? Ja, außer einem angezündeten Pfeil war da jetzt nix. Zuflucht des Fleisches, Ort entdeckt. Oh, wei, wei. Hier sind bestimmt ein paar Krieger. Muss mal leise sein hier. Oder? Oh, wir brennen. Ah, hier gibt es viel Fleisch. Okay. Das ist natürlich gut. Und da hinten wird mir irgendwas angezeigt, wo wir hin müssen. Da gehen wir einfach mal hin. Ich weiß nicht, was da ist, aber lass uns einfach mal gucken gehen. Oh, mittlere Maus, das so, oder? War nicht geplant. Ah, tschakka, Leute, tschakka! Rotblatt. Ist das er? Tontopf. Okay, wir haben keine Pfeile mehr. Wir sind eigentlich komplett mit unserer Waffe hier alleine und können auch keine weiteren Pfeile mehr craften, da ich echt vergessen habe. Oh, da geht's weiter. Oder hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier unten die Schamanensache abgeschlossen habe, weil Lagerfeuer. Neuer wieder Auferstehungspunkt freigeschaltet. Ja, nice. Dann lass uns mal das Lagerfeuer anzünden. Hey, wer bist du? Uwarha! Daji Dajrim Wanmas. Tuchuan Masi Mam Sahadar. Willi! 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 Der Bär! Oh nein, ich werde sterben. Verdammt. Verdammt. Nehmen wir dann wieder Pfeile. Shitte. Das war jetzt nicht so geplant. Ich konnte mal irgendwas mitnehmen. Ah, Mist, Leute. Das war natürlich blöd. Wir sind aber direkt hier vorne gespawnt. Und, ja, haben das hier frei. Haben das hier schon, haben das jetzt erkundschaftet. Es ist halt, finde den Wolfsmann zusammen den Weißwolf, damit er an deiner Seite kämpft. Ah, das ist natürlich die nächste Mission. Aber die Frage ist, wo ist denn dieser Weißwolf? Haben wir da irgendeine Information zu? Höhlenlöwe. Ziege? Ja, das sind ja nicht die normalen Wölfe, das sind ja schon die Weißwölfe, ne? Die wir da finden müssen. Und, beziehungsweise der, es ist ja... ist natürlich jetzt bitter. Aber ich denke mal, dass es hier oben weitergeht. Lasst uns mal zum nächsten unbekannten Ort laufen. Und gehen dann hier hoch. Heute gehen wir nur auf Erkundungstour. Ganz viele Geräusche, ganz viele Tiere sind hier. Und ich bin schon zweimal gestorben. Was ist das denn? Ich schalte die Kletterkralle im Handwerksmenü frei, um sie nutzen zu können. Okay. Die Frage ist, kommen wir hier auch so runter? Ja, sah nicht so hoch aus. Das ging auf jeden Fall.
Kann man hier sonst irgendwelches Holz ab? Ah, alles klar. Ja, hier geht's runter. Wildschweine, Ziegen, Wolf. Wo ist er? Sind schon ziemlich knifflig, die Boys. Hier ist was. Vergessene Lichtung. Och, entdeckt. Geistertotem. Ah, okay. Also, wie ihr seht, hier sind noch viele unbekannte Dinge, die ich selber nicht kenne, die wir alles kennenlernen. Und irgendwie gibt es hier, hier müssen im Haus noch was drin sein. Ziegenfell. Nochtton. Lila Blatt. Das sind also Dinge, die wir später noch brauchen. Vermutlich, um Sachen herzustellen. Sonst ist hier nichts. Ah, die Tasche ist voll. Was war das? Ah, war gar nichts. Okay. Jetzt sind wir natürlich hier. Ich würde am liebsten nochmal gern zu dem Schamanen zurück, weil er wird uns wahrscheinlich ja sagen, wo genau dieser Weißwolf ist, weil mir kommt es halt ziemlich verdächtig vor, dass es noch so. Finde den Wolfsbau und zähme den Weißwolf. Wolfsbau. Ja, könnte ich auch alles hier durchsuchen. Aber ich glaube, dass das hier irgendwo. Damit was zu tun hat. Lasst uns noch mal kurz nach da reisen und dann gehen wir noch mal dahin. Weil ich bin mir halt ziemlich sicher, dass es da irgendwie weitergeht. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir halt relativ sicher, weil irgendwas muss ja da sein, dass der Schamane mit in unser Dorf kommt. Schilf, haben wir da? Nein. Das ist wieder dieses Holz, ne? Ja, das brauchen wir nicht momentan. Hm. Fragen über Fragen. Wir haben halt leider keine Pfeile mehr. Hier geht's nicht runter. Hau mir ab. Oh, wieder ein Wolf. Hau mir ab. Brauchen wir nicht. Sauber. Tasche voll. Also wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Zeug hier. Jetzt haben wir nur noch zwei Pfeile. Und da hängt wieder was da oben. Das brauchen wir aber wahrscheinlich nicht. Hm. Wir gehen nochmal zum Schamanen. Und schauen, ob wir da nicht irgendwo doch die Hütte finden, die wir da brauchen. Ich glaube, wir sollten lieber diesen Weg hier folgen. Was war das? Ach, wieder dieses blöde Holz. Das war hier oben lang. Das weiß ich noch, von der letzten Folge. Aber irgendwie will er da nicht hoch. Oder ist es hier? Das könnte natürlich auch der Wolfsbau sein. Es sieht mir nämlich ziemlich stark danach aus. Also es könnte. Ist hier irgendwo ein Symbol? Außer das Eulensymbol ist hier ja nichts. Und anzünden hat ja auch nicht so funktioniert. Kann man hier irgendwie kriechen oder so? Ah, ich habe schon gedacht, der geht da durch. Nein, das funktioniert so nicht. Wo ist die Schamanenhütte? Oh, irgendwo ist er hinter uns. Da hinten.
Kommt man hier runter, ohne zu sterben? Ah, hier ist irgendwas. Bestienmeister, finde den Lightwolf von Sammy die Beste, damit sie in ihrer Seite kämpft. Akzeptieren. Gut am Jagen Wölfe, ich muss sie finden. Die Eule, drücke Y, um deine Eule zu rufen. Deine Eule kann aus der Luft Feinde markieren. Du kannst deinen Jägerblick auch im Fliegen einsetzen, wenn du V gedrückt hältst. Du kannst neue Fähigkeiten für deine Eule im Fähigkeitenmenü freischalten, indem du die Hütte des Schamanen in deinem Dorf errichtest. Perfekt. Also wir hätten doch hier hingehen müssen. Setze die Eule ein, um Udam zu finden. Wo ist er denn? Da hinten. Da. Flicky. Da. Udam Wandar. Da. Okay, haben wir doch gefunden. Töte die Wolfsjäger der Udam, aber nicht mit dem. Zurückrufen. Alles klar, wir haben sie gefunden. Also hier geht's weiter. Wir haben auf jeden Fall gefunden, wie es weitergeht. Haben heute ein paar Orte erkundschaftet. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall die Main-Mission hier weitermachen. Ich töte aber noch dieses Lager. Muss ein bisschen leiser sein hier. Müssen wir uns alles per Hand machen. Haben wir noch keine Bestie. Das kriegen wir aber hin, oder? Das machen wir noch schnell. Jägerblick. Perfekt, alle down. Benutze Fleisch, um Köder herzustellen. Halte Kugel, um das Waffenrad zu öffnen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Aber das machen wir heute nicht, das zeige ich euch nämlich beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und morgen geht's dann weiter hier und dann werden wir diesen Leitwolf finden und zähmen und den Schamanen unser Dorf zurückbringen. Ich hoffe, die Holger hat euch gefallen, wir haben heute ein bisschen erkundschaftet, haben neue Orte entdeckt und morgen geht's mit der Main Story weiter. Ich bin raus für heute, das war's mit eurem IC hier auf Abraham Bude TV. Macht's gut, ciao, ciao, macht's gut.